Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Morgen kommt vielleicht ein Vlog am Bahnhof. Vielleicht mit einem YouTuber. Das werdet ihr aber sehen, muss man mit ihm absprechen, müsst ihr wissen. So, folgendes. Ich wollte heute wieder Skywars hochladen. Weil alles andere irgendwie nicht gut geklappt hat. Weil Lucky Battle hatte ich zu wenig Glück. Ist auch so komische Spiele und so. Andere Spielmodus habe ich irgendwie keine Lust gehabt und andere Server, die neu sind oder so, hat sich irgendwie nicht so ergeben. Ich wollte Flag Wars spielen. Aber da gab es einen Gommelbug. Ich werde eine Compilation draus schneiden, die ihr vielleicht morgen seht. Oder Samstag. Weil ich meine, die Compilation, die muss man sich gönnen. Die Bugs sind einfach die geilsten, die es auf der Welt gibt. Und ja, ich bin gerade runtergeladen. Am Herunterfahren, so heißt das. Wir müssen wissen, ich bin jetzt auf diesem schönen Gaming-Set natürlich. Und natürlich Jacke dann mit, also, nein, Jacke, genau. Mit Decke, dass man nicht so kalt ist. So. Also habe ich mir auch gedacht, dass es relativ legitim diese ganzen Bugs, also ich habe nichts geschissen gekriegt wegen den Bugs. Wir reden jetzt nicht von einfachen Blockbugs. Ich meine, das sind sowieso kacke, aber ich meine jetzt nicht von solchen Blockbugs. Ihr kennt auch sicher diesen einen Blockbug von Gommel, den ich euch gezeigt habe. Nur extremer. Also, wo ich runtergefahren bin, wieder nach oben, runter und hoch. Nur extremer, dass ich nichts mehr gesehen habe, weil es so schnell hintereinander war. Aber werdet ihr alles sehen, vielleicht morgen oder am Samstag, je nachdem. Weil, je nachdem, ob der Vlog halt zustande kommt oder nicht. Zumindest. Das war eigentlich das, was ich geplant hätte am Anfang. Und dann habe ich halt noch ein Gespräch angefangen, wie ich damals die ersten Videos gemacht habe. Ja, Anfangs Standardformate waren ja damals Aura, Master Builders, Skywars, vielleicht Badwars, aber das war jetzt eher so im Hintergrund. Und Brawlhalla. Brawlhalla habe ich relativ jetzt lange nicht mehr gezockt. Vielleicht werde ich das irgendwann wieder hochladen, weil ich meine, ich habe ja schon relativ viele Parts. Und ja, wegen der Kuh auf dem einen Server da, die Kuh wird Gisela getauft. Dankeschön noch für die Kommentare. Es hat nur einen Namensvorschlag gegeben, und zwar Gisela. Die hat auch 3 Likes bekommen, also 3 Likes haben wir gefeiert. Mindestens. Je nachdem, ob der Ersteller des Kommentars auch geliked hat. So, jedenfalls nach meinen letzten Kenntnissen und auch. Ich weiß nicht, ob es jetzt mehr Likes sind oder nicht. Auch wenn es mehr Likes sind, ist es halt so geworden, weil es keinen anderen Kommentar gibt mit dem Namensvorschlag. Das habe ich gecheckt. Gecheckt, dass es keine anderen Kommentare gab. Nicht, dass es Missverständnisse kommt. Ja. Also, keine Namensvorschläge mehr machen, das halt ist schon geklärt mit der Kuh. So, ich habe auch gesehen, dass mit dem Querformat, dass ich das so halte, auch viel, viel besser als das Hochformat. Das will ich jetzt aber nicht zeigen. Wenn ich mir auch recht überlege, vielleicht kommen morgen so 2 Videos. Je nachdem, weil normal wollte ich eigentlich heute einen Bug-Report für Gomme machen. Das ist eine Flag-Was-Sache, würde ich aber auch morgen sehen. Vielleicht mache ich so Top 5 in einem Gomme-Bugs oder so. Je nachdem. Ja, also mein Computer ist genau jetzt heruntergefahren und ja, ich habe gecuttet die ganze Zeit, weil jemand gefragt hat, wie ich meine Videos, Vlogs cutte in dem Fall jetzt, kann ich mal ganz kurz klarstellen, aufnehmen, Vlogs mit normalem Handy, Handykamera dementsprechend, während ich aufnehme, schneide ich das, Musik wird hinterlegt beim Hochladen, genauso wie halt auch das, der Titel aus der Beschreibung, so ist es so klar. Aber beim Hochladen wird auch die Musik dementsprechend gemacht. Bei Gaming-Videos ist OBS mein Aufnahmeprogramm und Shotcut mein Schneideprogramm, wo ich auch alle Effekte mache und so weiter. Es kann sein, je nachdem, dass ich auch bald an einer Minecraft-Serie teilnehme, die nicht lange dauern wird, bei Rake. Rake macht so eine Art Serie, Bullets Fly. Vielleicht reacte ich auf den Trailer mal, weil der ist neu. Je nachdem, aber ich werde schon mal aufnehmen, damit ich schon mal den Trailer mehr oder weniger gesehen habe. Ich schaue die zweite Version, weil eine zweite Version hochgeladen, aber ich glaube, die ist anscheinend, was ich gehört habe, schon relativ dieselbe, nur mit einer Stimme hinterlegt. So,
Als würde jemand darüber erzählen, ein bisschen, müsst ihr verstehen. Ja, darauf könnt ihr euch alle natürlich freuen. Ich würde auch sagen, lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr den Nordkanal seid, mehr verhalten. Wir wachsen natürlich stetig, meine Community. Dafür danke ich euch erstmal. Like, also gebt euch erstmal so einen Schulterklopfer selbst. Wir sagen, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat, ein Abo, wenn ihr den Nordkanal seid, mehr verhalten. Wir sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Die Bugs sind sehr legitim.